Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in Kosmotier und werden jetzt erstmal weiter ein paar Missionen machen, damit wir noch ein bisschen Ruhm bekommen und mehr Personal. Erstmal auf den hier schießen. So. Den hier. Mit mehr Personal geht das jetzt auch wesentlich schneller. Antriebe fallen immer noch mal aus, aber bald haben wir ja dafür dann auch genug Leute. So, alles einsammeln. Genug Lagerplätze haben wir ja. Dann müssen wir als nächstes hier, dann gehen wir dorthin und dann hier so hoch. Ist da. Und dann erstmal die alle abgeben. Ja, der ist sehr weit weg. Na, vielleicht greifen wir den gleich mal an. Er fliegt ja hier mal im Kreis. So, können wir den auch einsammeln. Also bis 2510 Ruben kommen wir hier in dem Gebiet. Ich denke mal, wenn wir die Missionen alle gemacht haben. Dürften wir das erledigt haben und dann können wir auch ab ins nächste Gebiet. Den ganzen Kram werden wir ja eh mal verkaufen. Wir brauchen ja nur Munition, Hyperium und angereichertes Uran. Den Rest können wir alles verkaufen. Und oben sieht man, wir haben halt immer mal Antriebsausfälle. Brauchen einfach nur mehr Personal. Ah, der hat wieder so einen Strahl. Gucken, ob unser Schild diesmal hält und wir genug. Ja, wir haben schon wieder keine Energie vorne in den Prisma-Waffen. Ein bisschen drehen. Er will partout nicht kaputt gehen.
Ah, jetzt. Ah, nur weil uns einer geholfen hat. Ich habe vorne zwei der Raketen, habe ich Atomraketen reingepackt. Also jeweils ins erste, links und rechts. Und die anderen haben hier auch noch Atomraketen. Alle anderen haben normale Raketen behalten. Mal gucken, ob wir vorne vielleicht irgendwie noch einen Flak gegen Atomraketen tauschen. Müssen wir einfach mal dann sehen. So, jetzt dahin. Was gibt's hier? Hyperraumbarke. Hier ist. Bisschen was zum Abbauen. Während ich schön seelenruhig abbaue, stört er uns erstmal. Ah, das war der aus der Mission hier. Dann brauchen wir nur noch Asteroidenfeld räumen, hier ein Kopfgeld und dann muss ich es aber speichern. Piratenbasis haben wir immer so Probleme mit. Und dann können wir die Mission auch wieder abgeben, alle. Alles eingesammelt. Jetzt hier hoch. Asteroidenfeld kämpfen ist ein bisschen schwieriger, weil unser Schiff sehr groß ist. Meistens schieben wir die vor uns her. So, mal schauen. Der hat den Kontrollraum direkt hier. Oh, die schieben sich gegenseitig, das ist ja nett. Wir haben hier schon wieder Asteroiden. Sind wir am Schieben. Die sind ein bisschen nah, würde ich behaupten. Da durchkommen. Und die macht uns ja schon wieder ganz schön viel Schaden hier. Also er ist zwar zerfallen, aber nach vorne geht halt in der Mitte immer noch sehr viel kaputt bei uns. Und
das Ding schießt ja noch auf uns. Hier überall Personal rumfliegen. Das kann ja was werden. Anfangs sammeln die auch sehr langsam ein, dann werden sie immer schneller. Keine Ahnung. Ah, wir haben 30 Leute oder so verloren. Sieht auch überhaupt null in welche Richtung. Ich glaube so rum. Das einsammeln, dann fliegen wir rüber. Dann werden wir wohl wieder ziemlich Probleme mit der Piratenbasis bekommen. Nur wegen hier vorne. Ich hätte gedacht, vielleicht machen wir hier ein, also die beiden in denen hier, die beiden in denen und von dem schießen sie noch in denen, dann können wir hier ein kleiner machen. Müssen wir mal sehen, ob das so funktioniert. Das dauert ja. Dreh dich doch mal hier hin. Einmalhin haben wir gut Ressourcen bekommen. Aber man sieht halt, vorne ist unsere Schwachstelle. Das ja mal testen. Den darüber. Den dahin. Dann können wir dazu machen. Einfach mal testen, wenn können wir wieder rückgängig machen. Die Piratenbasis wird ja wieder sehr brutal. Ich weiß ja nicht, durch was wir hier die Kanonen austauschen könnten. Weil Schaden macht das ja alles nicht. 900 nur, also die taugen mal gar nichts. Ah, 2400 machen die. Und die ist fraglich, mit was man schießt. Machen immer noch 1800 Schaden. Ja, die machen zwar 2500 Schaden hier.
Aber dann müssten wir immer ein Prisma mit hinsetzen, damit er auch die Richtung ändern kann. Könnten wir die Deckkanonen durch ein Prisma ersetzen, also Ionenstrahl ersetzen. Demnächst kann hier noch mehr explodieren. Vielleicht entfernen wir auch einfach die Deckkanonen, die bei... nein, die kleinen, die großen Kanonen hier. Oh, knallen da noch ein Schild rein. Dann haben sie es schwerer, um überhaupt zu unseren Prismen zu kommen. So, also noch eine und dann haben wir das Schwierige der Piratenbasis. So. Ja, könnte der mal aufhören, hier andere Sachen hin und her zu schieben. Ist doch nicht wahr. Blockieren alle immer nur unsere Waffe. So. Was sind die Kleinen? Ja, dann schieß halt drauf. Drehen hat es unser Schiff nicht so. Immerhin haben wir gut Verteidigung. Das ist nicht so schlimm, dass wir uns erst drehen müssen. Ich schieße mit Atomraketen. Frechheit. Abbauen und einsammeln. Oh, ein bisschen Schaden haben wir bekommen, weil er hier unbedingt mit einer Atomrakete auf uns schießen musste. Leider auch kein Platz für noch mehr Schilde. Wenn wir genug Ruhm haben, dann kann man hier irgendwann noch eine Reihe Lager entfernen. Dann hält man hier einfach noch eine ganze Reihe Schilde rein, falls sie erstmal zerstört werden. Also Stahl können wir schon wieder aufhören zu sammeln. Braucht man nur vorhin. So, jetzt ganz wichtig speichern, weil jetzt kommt die Piratenbasis. Mal schauen, ob das so klappt. Sonst geben wir erst die Mission ab, holen uns neues Personal und erledigen das dann. Und da es hier noch eine Station gibt, die wir noch nicht haben, hier unten, müssen wir noch kontaktieren. Die hat eventuell ja dann noch Mission für uns. Also die auch Ruhm geben.
So, gucken. Der hat eine Railgun. Na egal. Man hat da keine Schilde. Ja, der ist kaputt. Nur gucken. Sammeln wir das erst ein? Gucken, wenn rufen wir die Leute zurück. Wer weiß, wo der hier hinfliegt. Das ist die Station und das müssten die drei Mini-Abwehrtürme sein. Was hat der da vor? Holen wir uns. Oh, da will er doch. Er will doch nicht. Er sieht uns zwar, aber. Wenn die jetzt mal an Bord kommen. Da. Eimer. Welche Taste gedrückt? Schon drehen wir uns. So, das Ding ist hin. Mal da drauf schießen. Ich habe mal auf, für die ganze Station kaputt zu schießen. Auf die Kontrollräume schießen. Wie ist die Station kaputt gegangen? So, hier ist noch einer. So, das hat ja funktioniert. Das war schon mal gut. Ah, warte. Haben wir eine Luftschleuse übergelassen? Ja, cool. Welche ist denn das? Besser. Ja, kostet ja gar nicht so viel. Aber was hat denn der so im Lager? Guten Kram. Werden wir erstmal verhökern.
Oder das nur noch aus dem All einsammeln. Das Gepiep ist aber auch nervig. Muss in der richtigen Reihenfolge das Schiff abbauen. Muss eine Luftschleuse hin. Eine. Ey, warum kann ich denn da nicht reingucken? Das ist voll dumm. Geil, wir kommen hier jetzt aus dem Baumenü. Ja, dann schieß halt drauf, ey, mir doch egal. Was soll denn das jetzt? Ich. So, einsammeln. Jetzt dauert das wieder ewig. Gibt ein schönes Schwebel. Teile für Nuklearraketen. Und ein bisschen Munition. Oh Gott, wir haben ja fast gar keine mehr. Sammelt doch mal schneller. Gerade wie auf plus 8 bewegen die sich aber nicht. Ganz schön langsam. Eisen. Eben schon wieder zu viel Scheiß dabei. Lager sind voll. Wir haben gut Triestahl. Jetzt haben wir alle Missionen hier oben erledigt. Kommen wir zu der Station da und gucken, dass wir. Also auf naja, ein bisschen Ruhm kriegen wir ja, ganz klein bisschen. Und dann genug Personal einkaufen. Das hier markieren wir uns am besten. Antrieb läuft voll durch und trotzdem bleibt ab und zu mal kurz stehen. So. Fehlgeschlagen. Haben wir gar nicht gemacht, aber okay. 11. Echt nur 11 Stück. Super. Gibt's keine. Oh, müssen wir zu einer anderen Station. Also die Station hier oben ist scheiße. Gucken, ob wir wenigstens Kramverkauf kriegen. Erstmal brauchen wir Munition. Der Stahl kann er haben.
Davon kann auch welche haben, davon auch. Schwefel, Eisen, Titanium. Keine Luft, willst du mich verarschen? Er macht doch was. Der Crew. 6 Stück. Wilder Stahl. Der Triestall. Einfach mal hergeben. Das kann er haben. Cool, wir hatten Gold. Da liegt Stahl rum. Hier ist Kupfer. Ob sie hier anstatt von der Station bekommen, nur von den Schiffen. Das ganze Personal. Wir haben doch auch noch Quests, die fertig sind. Sag bloß, das geht nur unten an der Station. Ja, scheint so. Ja, dann knallen wir den da ab, gucken uns das Fragezeichen an und werden dann hier runter zur Station. Aber per Sprung, wir springen hier hin und dann fliegen wir zur Station. Die Station hier oben ist ja mal voll Mist. Ja, noch Personal. Nö. Macht mal hinne hier. Wir konnten die Crew gar nicht wieder, also null aufstocken, nur auf das, was wir vorher auch schon hatten. Und wir sind jetzt hier von der Station her beim Room Cap. Also die gibt uns eh keinen Room mehr. Daher müssen wir hoffen, dass unten rechts die Station uns noch was gibt. Das ist ein neues Schiff, hat der was? 9 Leute. Direkt rüber wachsen lassen. Ja, Glaubraketen. Dafür kriegt er Stahl. Guten Genauraum. Schwefel. Hier unten, das kann er alles haben. Der lügt mit seinen dämlichen Luftschleusen. Guck mal, fliegen alle rüber. Und wegen keine Luftschleuse. Ich hab 10 Stück eingebaut. Fraglich, ob wir hier vielleicht noch einen Gang zwischen machen. Immer so 4 Lager und einen Gang, die schneller von A nach B kommen. Oder was anderes einbauen ist. Mal sehen, je nachdem, was uns noch fehlt. 3, 2, 1, los. So, jetzt kommen wir weiter. Das holen wir uns, dann das Fragezeichen. Dann springen wir nach unten. Weil es gibt immerhin noch Geld. Zwar kein Ruhm wahrscheinlich. Aber wir haben hier auch noch 3, also. Kann ja sein, dass rechts unten das Cap höher ist. Einfach mal sehen. Ja, können die mal nicht immer abhauen? So, was ist denn das für ein Schiff? Also, 4 Atomraketen. Heißt, wir schießen auf den Kontrollraum. Oh, leider zerstört worden. Wieder alles nur ein Friedhof hier. Ah, warte mal. Kopfgeld, ja, Kopfgeld hört sich gut an. Ja, nur ein Schild. Aber wir müssen uns wieder komplett durchfräsen. Naja. Mach halt.
Durch die ganzen Trümmer hier. Ist echt schwierig mit Schießen. Ah, geklappt. Mit fraglich sammeln wir. Da ist noch einer. War weggeflogen. Irgendwas ein. Ist fraglich, ne? Sieht mir so. Spulen, Stahl. Alles das, was kein Stahl ist, kann er einsammeln. Den Spulen. Also ein bisschen halt. Weil Stahl haben wir ja ausgeschlossen. Das brauchen wir gerade erstmal nicht. So. Hier ist noch ein Fragezeichen. Da bestimmt eine Hyperraumbarke, oder? Ja. Dann ja, können wir auch einfach runterfliegen. Weil dann gibt es hier bestimmt noch ein paar Missionen, die einfach aufploppen. Dann nehmen wir die einfach mit. Schieben wir schon wieder irgendwas? Ah, Schiffsteile, super. Schieben wir schon wieder Schiffsteile vor uns her. Jetzt ein Meteorit. Hier. Hyperraumbarke. Da ist ein Fragezeichen. Ein paar Piraten. Oh, Zielgebiet, das ist gut. Bestimmt Pirat. Da unten. Er hat das aufgeteilt in zwei Strahlen hier. Wir haben schon wieder keinen Strom. Kann mein Schiff mal auf irgendwas schießen? Ist ja nicht normal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, einsammeln. Warte mal, wir haben noch Stahl schon wieder alles verkauft, ne? Oh ne, 18.000 haben wir noch. Gut, das müssen wir wahrlich nicht mehr einsammeln. So. Direkt wieder speichern, haben wir wieder was erledigt. Oh, da ist ein Fragezeichen. Fragezeichen auf dem Weg zu einer Station immer mitnehmen, denke ich. Das fahre ich auch nicht. Der da möchte sterben. Und hier ist noch irgendwo. Doch, da hinten eben doch. Ja, schon wieder so ein Asteroidenfeld. Wenn wir immer so schlecht kämpfen. Hier einfach direkt seitlich bis zum Kontrollraum. Oh. Wo Sache. So. Was schießt hier noch auf? Hm, was schießt denn auf uns? Hm. Da ist der andere. Den holen wir uns gleich. Aber Munition, ja. Alles mitnehmen. Gut, dass wir auch einen Bergbaulaser haben. Wir können das vorarbeiten, dann brauchen wir es nur einsammeln. Ja, siehst du, hier oben ist noch einer, sag ich doch. Da ist der. Aber der ist so schnell. Kommen wir schon wieder gar nicht hinterher. Oder? Warte mal, wo fliegt er lang? Da lang? Ja, dann schieß doch mal hier auf den da. Oder auf den da.
Oben rechts kann man sehen, der hat auch schon wieder Strahlen. Ja, warum kommen die bei uns durch ein Schild, aber wir bei denen nicht? Gar keinen Sinn. Oh ja Gott, schieß auf den Kontrollraum. Mann, Mann. Also die kommen in einer Tour durch die Schilde hier. Und wir nicht. Wahrscheinlich müssen wir das einfach tiefer setzen. Und die Schilde einfach alle darüber. Ja, das werde ich danach mal machen. So, das tauschen. Die Schilde 2, 3 rein hier oben hin. Und die Strahlen hier unten hin. So, wir waren trotzdem auf dem Weg zum Fragezeichen. Aber wir werden ja immer unterbrochen. Oh, jetzt schieben wir schon wieder irgendeinen Scheiß vor uns her. Ah, komm, greif die mal an da. Also der hat einfach gar nichts. Der stirbt einfach nur. Und der hat eine Railgun, die nicht bewacht ist. Keine Schilde drumherum. Können wir einfach direkt in die Railgun schießen. So, drehen ist nicht mehr. Und das ist noch schlimmer. Die Railgun explodiert einfach komplett bis hinten. Ist das mit unserem Laser da ja noch halbwegs okay? Wollen wir was einsammeln? Unser Laser, wenn wir den jetzt dann umbauen, dann geht nur die Sektion mit dem Laser kaputt, solange ich die Energiekerne auch woanders hinpacke. Aber bei einer Railgun, da geht ja einfach, wenn er oben reinschießt, einfach alles kaputt. Wo sind jetzt eigentlich diese Stationen hin? So. Gut, dann haben wir alle Stationen, die die Station uns geben kann, auch direkt erledigt, weil wir außen rum sind. Ja, oh, schon wieder so ein Schiffsfriedhof. Was ist denn jetzt der Kontrollraum? Cockpit, okay. Mal da kaputt schießen, danke. Die sind vorne schon wieder kaputt gegangen, kann ja aber nicht wahr sein. Eigentlich auch, wo unsere Raketengeschütze hinschießen. Ob das Spiel bleibt immer stehen. Kaum gab es mal ein Update hier. Ah, jetzt mache ich aber den ganzen Tag Zeit. Gut, dass ich die überall eingebaut habe. Der kann gut von der Seite reinbauen. Oh, einsammeln. Oh, scheiße, wir haben Personal verloren. Gott, wie weit sind wir da hinten geflogen? Ja, Personal einsammeln, los.
Da ist alle drauf gegangen. Ach, dann hoffen wir jetzt mal, das war 300, so eine Scheiße. Ja, stirb halt einfach, ey. Boah, hier, wir schieben schon wieder so einen Haufen Sachen vor uns her. Hauptsache, er fliegt direkt Richtung Station. Ah, wir holen ihn ein. Das ist immer gut. Aber jetzt schieben wir wieder irgendwas vor uns her. Das bremst ganz schön aus. Was mit dem Spiel los? Töten den jetzt. Komm mal, was wolle. Guck mal, er sich drehen kann, ist er schon fast tot. Sag mal, was macht unser Schiff eigentlich? Ist nicht wahr jetzt hier. Schieß so auf den scheiß Antrieb hier hinten. Nicht wahr, jede von seinen Atomwaffen trifft uns. Kann ja nicht sein. Ja, das kann er auch vergessen. So, Station. Oh, so viel Personal. Gucken, wie viele Quests wir abgeben können. Aber hier erstmal, der kann uns zwei Leute geben. Eine können wir hier nur abgeben. Wir geben uns alle keinen Ruhm. Und wir haben nicht mal versehentlich schon auf dem Weg eins gemacht. Oh doch, die da. Die auch. Und die. Aber gibt uns alles keinen Ruhm. Dann ist das das Maximal, was wir in dem Gebiet hier rausholen können. Man kann uns erstmal 1000 Munition geben. Davon alles, das auch. Kann er haben. Arm kann er haben. Auch nicht. Dann müssen wir echt jetzt zu der ersten Station hier im Gebiet, nur um die Quest abzugeben, oder was? Kopfgeld. Ah, wir waren doch... Das ist doch Beschiss, ey. Jetzt, wir springen einfach nur noch hin und her hier, das ist mir zu dumm. Haben wir da irgendwas zum Abgeben? Ah, ey. Uro-Station. Das ist doch die hier. Dann müssen wir jetzt oben zur Station hier ein Kopfgeld abgeben können, dann da zur Station springen. Also sie wollen einen doch verscheißern. Werde ich jetzt hier? Deswegen.
Gut, dann werde ich hier hin und her springen, die ganzen Missionen abgeben. Ruhm bekommen wir ja nicht mehr. Personal können wir auch nicht kaufen. Auch 4 jetzt wieder. Also der hat 0 Personal. Bringt uns ja gar nichts. Lass mal hier alles kaufen. Nutzen wir zwar eh nicht, aber... 24.000, das spinnt ja wohl. Aber halten. Ja, das Sprengladung brauchen wir auch nicht. So, da kommt ein Schiff. 7, hat der vielleicht Personal? Ja, 5 Stück direkt mitnehmen. Da ist noch einer. 8 Stück. Ja, also die einzige Crew, die wir kriegen, ist von den Schiffen, die hier so rumfliegen. Der hat neue bekommen. 18 Stück. Wir sind trotzdem noch immer nicht auf dem Level, was wir vorher hatten. Was haben wir denn jetzt? 391 von 800, die wir brauchen, damit das Schiff überhaupt funktioniert. Okay, dann springe ich hier hoch und dann hier rum und gebe die ganzen Quests ab und wir sehen uns dann im nächsten Gebiet. Wo gehen wir eigentlich hin? Also wir sind jetzt hier 10, 12 haben wir ja geschafft, zum Glück. Eigentlich hätten wir auch erst 9, 11 machen können. Oh, guck mal, Widerstand der Randsysteme. Dann können wir dahin springen. Und weil es wird ein Stück höher. Und wir können alle Raumstationen übernehmen. Wenn wir wollen. Weil wir ja überhaupt nicht... Also Widerstand der Randsysteme ist ja nicht so schlimm. Es gibt ja nur diese drei Fraktionen. Wieder sind irrelevant und abgeschnitten von allem anderen. Und das wird gut. Dann übernehmen wir Raumstationen oder sowas. Mal sehen. Okay, dann danke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in dem Gebiet hier, dem 12-14er Gebiet. Bis dann.